Hallo meine Freunde, und zwar wir spielen heute mal wieder dieses Kulturkatastrophen-Game. Und wir müssen überleben. Okay, gläsernes Büro. Mal gucken, was da gleich kommt. Erstmal hier laufen wir am besten mal ganz schnell hoch. Okay, ich habe gerade gedacht, ich wurde nach hinten gerückt, aber das war anscheinend irgendwie ein Backen kleiner. Okay. So, da laufen wir einfach mal schnell hoch und mal gucken, ob wir... Nachher müssen wir gleich wieder komplett runter. Ich sehe es auch schon wieder kommen. So, dann laufen wir erstmal schnell hoch. Mal gucken, was gleich für eine Naturkatastrophe kommt. Ich hoffe, irgendwie ein Tsunami oder so. Okay, auf einen Tsunami hoffen auch. Auch eine komisches Hoffen. Oh Mann. So, dann warten wir einfach mal hier oben drauf. Und mal gucken, ob hier jemand gleich kommt. Beziehungsweise was hier gleich kommt. Na gut, das ist auf dem Regen und bleibt drin. Oh Mann. Oh Mann, und wir sind natürlich hier ganz oben. Wir müssen mal ganz schnell nach ganz unten gehen. So, oh je. Bitte lass mich nicht treffen. Bitte triff mich nicht. Ja, so. Oh nein, das war schon knapp. So, wir werden das jetzt so machen. Wir stellen uns auch genau mit hier unter. Beziehungsweise wir bleiben hier so stehen. Ich glaube, hier werden wir am wenigsten getroffen von dem Regen, oder? Ich denke mal, hier ist eine ganz gute... Guck mal, die Steine werden auch alle grün. Weil über uns sind relativ viele Treppen. Ich glaube, sobald die Steine grün werden, müssen wir hier abhauen. Oh Mann, das ganze Dach kommt runter. Hier rechts ist auch schon ein bisschen was grün. Aber das werden wir überleben, denke ich. Tut uns das weh, wenn wir auf den grünen Stein stehen. Oh, es tut sogar weh, wenn wir auf den Steinen stehen, die grün sind. Dadurch kriegen wir auch Schaden. Okay, das heißt, wir müssen... echt aufpassen. So, aber wir sind noch der Naturkatastrophenüberleber. So. Mal gucken, wie viele. Ich sehe aber auch nicht mehr so viele Leute. Ne? Wir sind einer der besten hier. Mal gucken, wie lange der Sturm noch geht. Sturm, hör endlich auf. Du tust nichts Gutes. Die ganzen schönen Bürogebäude. So. Das ist auch das einzige normale Glas noch. Sonst ist alles schon grün geworden. Oh yeah, wir haben's geschafft! So, aber ganz schön viele haben's geschafft. Hätte eigentlich noch weniger schaffen. Okay. Mal gucken, was als nächstes. Guck mal, wie die Map aussieht. Fast schon wie so eine Burg mit diesen ganzen Stacheln. Aber irgendwie hat es auch was Cooles mit dem Grün. Also, mir gefällt das Gebäude irgendwie sogar so fast schon besser, oder? Wie fandet ihr es besser? Fandet ihr es vorher oder nachher besser? Ne Rummel. Mega cool. Wir werden erstmal gleich ein, zwei Karussells fahren. Okay, okay. So, hier waren wir ja schon mal hier links. Oh, das Kreuz einfach gesprungen. Wir springen hier links rein. Guck mal. Wir gehen hier links rein. Let's go. Und dann fahren wir hier ein bisschen mit dem Karussell. Wie funktioniert das nicht so ganz? Komisch, okay. Das ist echt buggy. Okay. Jetzt funktioniert. Wenn jetzt einmal richtig losgeht, dann geht's richtig los. Naturkatastrophe. Bitte schau sie nach oben und finde einen Unterschlupf. Okay, wir gehen hier erstmal. Oh nein! Und wir wurden direkt getroffen. Oh Mann. Okay. Aber da können wir zumindest noch von hier oben den anderen zugucken. Mann, dass wir auch direkt getroffen worden sind nach dem Karussell. Da sind wir nur ein bisschen mit dem Karussell gefahren. Und genau da sind wir eigentlich schon. Guck mal, wenn wir einfach weitergefahren, wäre uns nichts passiert. Oh, Mann, okay. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir einfach zum Kommentar des Tages, oder? Kommentar des Tages ist von Walter Wolf oder Wolf. Ich liebe deine Videos, Linus. Bist der Beste, mach weiter so. Werde ich bis zum letzten Video gucken. Nein, ich werde immer deine Videos weiter gucken. Vielen lieben Dank für dein liebes Kommentar. Falls ihr auch mal Kommentar des Tages werden wollt, dann hinterlasst einfach ein liebes Kommentar. Mit ein wenig Glück werdet ihr Kommentar des Tages. Okay, der ganze Rummel ist so kaputt gemacht worden. Oh Mann, so schade. Wollen wir mal eine verstärkte Naturkatastrophe machen? Obwohl, wir überleben ja so schon nicht. Das wäre ja nur noch schlimmer. Mal gucken, wie viele Leute überleben davon. Es war halt so ärgerlich, dass wir direkt getroffen worden sind.
Oh Mann, das ärgert mich ein bisschen. Aber egal. So. So, aber so viel haben wir gar nicht überlebt. Guck mal, keine ganze Seite. Also gerade eben waren um einiges mehr, als wir auch mit überlebt haben. Da war es wahrscheinlich einfach nur extrem einfach. So. Da gehen wir direkt mal auf die neue Karte. Was wird kommen? Was wird kommen? So, erstmal den Rummel wegmachen. Rummel, geh weg. Weg, 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 weg. Guck mal, da unten läuft noch jemand. Wie hat er das denn gemacht? Okay, auf der Farm. Der ist einfach auf der Farm, bevor alle anderen auf der Farm sind. Wie witzig. Okay. So, wo können wir... Wo wollen wir am besten Unterschlupf suchen? Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier hoch. Dann sind wir eine Etage schon mal höher, falls irgendwie so eine riesige Welle kommt. Und falls irgendwas anderes kommt, sind wir schon mal drinnen. Und wenn wir gleich nach unten müssen, können wir einfach runterspringen. Okay, es kommt ein Sandsturm. Der ist schon fast tot. Oh Mann. Mein Freund, bitte stirb nicht. So, wir gehen mal hier runter. Okay, nein, ich glaube, da oben war der Sturm einiges sanfter. Oh nein, lass mich hoch. Okay. So, lass mich jetzt mal hier hoch. Okay, das sieht schon mal gut aus. Ich komme einfach nicht mehr hoch. Ich bin zu doof, eine Treppe zu laufen. Oh Mann. Okay, hier oben stürzt schon alles ein. Wir müssen einfach hier ganz schnell runter. So, welche Ecke ist noch sicher? Es sieht so aus, als ob überhaupt nichts mehr sicher ist. Wenn wir rausgehen, wird es nur noch unsicherer, oder? Okay, wir stellen uns erstmal hier in die Ecke. Ich glaube, die Ecke ist erstmal relativ sicher. Wir müssen auch noch unbedingt eine Naturkatastrophe überleben. So, der Sturm kommt von... Man weiß auch nicht so ganz, von wo der Sturm kommt. Wir bleiben jetzt hier stehen. Obwohl, die Wand ist jetzt auch aus Sand. Das ist eine Sandwand. Aber es kann nichts mehr von oben runterfallen. Oh nein, bitte, bitte, bitte. Nicht mich erschlagen. Oh, sehr gut. Es sieht zwar nicht gut aus, aber ich glaube, erschlagen werden ist das Schlimmste. Vielleicht, wenn wir uns hier hinstellen. Nein, 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 nein! Oh Mann, warum laufen wir uns die ganze Zeit rum? Oh, jetzt haben wir den Sturm nicht überlebt. Obwohl das so einfach war. Och, Mann. Das ist natürlich wieder ärgerlich. So, wo ist die Insel? Wo seid ihr? Man sieht die Insel gar nicht voll auf dem Sturm. Aber ich glaube, wenn das Ding da ist, dann müsste es hier vorne sein. Okay, perfekt. Da haben wir es doch direkt wieder, die Insel. Aber die Insel ist auch komplett leer. So. Dann let's go. Nächste Runde. So, hier hoch. Hier hoch, hier hoch. So, was kommt als nächstes? Hm? Okay, was ist das? Eine Militärbase? So, Front, okay. Der Heli. Man kann mit ihm fliegen. Ich will mit dem Heli fliegen. Ich will mit dem Heli fliegen. Nein. Oh nein, was habe ich gemacht? Nein! Oh Mann! Ich bin der beste Pilot der Welt. Aber dafür bin ich nicht als erster komplett alleine rausgeflogen. Hier gibt's auch noch Leute, die genauso dünne sind wie ich. Oh Mann. Das war echt nicht klug von uns. Guck mal, die fahren mit dem Panzer da vorne von der Map runter. Mit Hörschauer, schau nach unten. Und finde einen Unterschlupf. Oh Mann, guck mal, der da oben. Der hat auch Probleme. Witzig wäre es, wenn er das überleben würde. Okay, für ihn sieht es aber eigentlich gut aus. Oh nein, wenn er nicht runtergesprungen wird, wird es für ihn gut aussehen. Okay, da wäre es das für ihn gewesen. Aber am Anfang hätte er das vielleicht noch ein bisschen überleben können. Guck mal, und das Flugzeug, in dem wir waren, überlebt einfach. Sind nicht getroffen. Wären wir einfach mal in dem Flugzeug geblieben. Dann hätte uns, wäre uns nichts passiert. Oh Mann. Oh. Okay. So, dann hätten wir einfach das Ding gewinnen können. Aber so halt nicht. Da gucken wir einfach nochmal was auf die nächste Runde. Die nächste Runde müssen wir gewinnen. Dafür kein Weg dran vorbei. So.
Wollen wir es eine Nummer stärker... Ne, wir lassen es hier. Wir machen es nicht stärker. Ich habe gerade überlegt, vielleicht eine Nummer stärker zu machen. Aber ich glaube, das ist zu schwer für uns. So. Denn wir sind die besten Spieler in Piggy... Roblox wollte ich schon sagen. Piggy in Obbys. Aber in Überleben sind wir auf jeden Fall nicht die Besten. Guck mal, das Flugzeug hätten wir aber vorne weiter drinnen gesessen. Hätten wir einfach alles überlebt. Och, Mann. Das ist so schade. Mann. Okay. Dafür haben nicht so viele Leute überlebt. Aber da hätten wir einfach hier den Kampfjet benutzt. Oh. Okay. Let's go. Ab in die nächste Runde. Starte. Was kommt für eine Map? Was kommt für eine Map? Wir sehen das hier immer. Guck mal, der eine überlebt die ganze Zeit. Ich glaube, der benutzt so irgendwelche Cheats. Okay. Einmal das Gefängnis. Das werden wir überleben. Einfach direkt da oben mit Lebensabzug gespawnt. Wie unfair. So, wir gehen natürlich hier vorne links hoch. Wie die ganzen anderen Klugen. Oh nein. Und laufen. Nicht, fallen nicht runter. So. Und hier einmal auf den Aussichtsturm. Okay. Alles Roger. Check, check. Da vorne können wir trainieren gehen. Oh yeah. Na! Oh Mann. Naja, egal. Ich würde sagen, dann beenden wir die Folge. Ich bin einfach so ein Dödel. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.